Hallo und ein herzliches Willkommen auf der Alm. Und so kann das Wetter natürlich auch sein. Total neblig. Es ist dann nicht mehr so lustig zum Rauffahren. Aber es geht trotzdem noch sehr griffig und gut dahin. Es ist jetzt mittlerweile 16:30 Uhr. Alle Skifahrer haben die Piste verlassen. Und ich kann so ungehindert auf die Alm auffahren. Ich befinde mich jetzt schon im letzten Drittel zur Auffahrt auf die Alm, wie ihr erkennen könnt. Hier ist der Eisentallift, der heuer leider noch nicht im Betrieb ist. Da fährt man unten durch, oben sind die Skifahrer dann und wir sind jetzt in einigen Sekunden auf der Bürgeralm heroben angekommen. Absolut dichter Nebel. Wir können nur sehr langsam fahren, das heißt so Schrittgeschwindigkeit maximal 7 bis 10 km/h, dass wir die Piste nicht verlieren. Hier sehen wir ein bisschen etwas. Super, auf der Alm angekommen, absoluter Nebel, so kann es auch sein. Und jetzt müsst ihr dann nur wissen, wo ihr in diesem Nebel, in dieser Nebelschuppe hingehört. Das ist einmal quer über dem Almboden rüber, da gibt es so kleine Markierungspunkte, so wie zum Beispiel dieses Dreieck hier. Dann die Würstelhütte, wenn ihr die habt, ist die Seite schon sehr gut aufgehoben. Und dann geht es zwischen den Almhütten auf den Almboden runter, im wirklich dichten Nebel, wo das ja nicht wirklich Spaß macht, da zu fahren, aber es hilft nicht, es muss halt so sein. Nochmal in die Nebelschuppe hinein, außer Nebel nichts zu sehen. Wir fahren einfach weiter, geradeaus. Orientieren uns an den Bäumen und an den kommenden Hütten. Und so sind wir jetzt schon bei der Bergstation angelangt, hier oben. Und jetzt geht es mit einem Schwung zur Almspaß-Almhütte durch den Wald, tief verschneit, hinauf. Super! Hier oben könnt ihr die Hütte schon erkennen und jetzt das letzte Hügel noch. Müssten wir auch noch schaffen. Und rauf da, hau, hopp, los! Wir reiten in die Hütte ein, bei der Hütte ein, so, Almspaß, Almhütte, wow, so, das schaut dann so aus, jetzt sind wir hier gut angekommen auf der Aflenzer Bürgeralm im vollen Nebel und der da gefilmt hat, um das auch mal ein bisschen zum Dokumentieren, bin ich. Willkommen auf der Alm, wo bist du? So, willkommen auf der Alm, okay, bis zum nächsten Mal.